Nun gut, B. Wer bist du und was hast du vor? Tja, wenn das nicht mein alter Freund Mr. Disraeli ist. Nun, Premierminister, welcher Ihrer Freunde will Ihnen in den Rücken fallen? Das Antikorruptionsgesetz ist ein wichtiger Schritt zur Reform unserer Regierung. Wenn die Mehrheitspartei den Ausgang umstrittener Abstimmungen diktieren kann, können wir uns kaum frei nennen. Wenn wir unsere Rechte nach und nach an die Gerichte abgeben, können wir uns aber auch nicht frei nennen, Sir. Das ist mal wieder typisch, Letzton. Sie würden sich lieber selbst in die Zahnräder des Fortschritts werfen, als auch nur einen Hauch ihrer Macht abzugeben. Bei Gott, Disraeli, Sie sind ein Narr. Ich sehe nicht untätig zu, wie Sie die Privilegien des Parlaments durch den Schmutz ziehen. Nein, mit Sicherheit nicht. Eher zwingen Sie uns wieder unter das Joch der Tyrannei. Und wo wir gerade dabei sind, Mr. Gladstone, heben wir doch die Magna Carta auf und geben die Krone wieder den Stuarts. Was erlauben Sie sich, Sir? Nur weil ich die Regierungsgeschäfte nicht in den Händen von Richtern wissen will, erheben Sie solch unerhörte Anschuldigungen? Das muss ich mir nicht anhören. Dann entbinde ich Sie von dieser Pflicht. Guten Abend, Sir. Das wird wohl B sein. Schön, Sie kennenzulernen. B? B? Mein Name ist Herbert. Und warum folgten Sie dem Premierminister? Oh, nur ein Auftrag, Sir. Ein alter Knacker bezahlte mich. Was für ein Miststück.
Verdammt nochmal! Wo kommst du denn her? Ich komme aus Crawley, aber das ist unwichtig. Für wen arbeitest du? Ich kenne keinen Namen. Alter Mann, langer Bart, trug eine Art Uniform. Husaren vielleicht. Was hat er hier vor? Bitte, er bringt mich um. Und ein Sturz von hier oben zerschmettert dir die Beine und schickt dich ins Armenhaus. Vor ihm kannst du noch fliehen. Es läuft morgen. Meine Leute sollen die Kutsche des Premierministers angreifen auf dem Weg zum Parlament. Perfekt. So viel zu einem Hausbesuch. Nun muss ich einen Weg in diese Kutsche finden. Was hat das zu bedeuten? Wer zum Teufel sind Sie? Premierminister, ich bin der neue Leibwächter, Jacob Fry. Ich weiß nichts über einen neuen Leibwächter. Wer ist Ihr kommandierender Offizier? Lass den Burschen ausreden, Dizzy. Madam, verzeihen Sie, aber Sie schweben in höchster Gefahr. Und die Polizei wollte keine Zeit verlieren. Gefahr? Welche Art von Gefahr? Diese Art. Wenn Sie mich kurz entschuldigen würden... Was hat das? Nicht so schnell, Eure Exzellenz. Hey, komm sofort zurück mit dem Premierminister! Das verletzte und darauf verwette ich mein Leben. Das passt perfekt zu seinem ausgesprochenen Langerland-Charakter. Zeigen Sie sich, Desto!
schnell mit einem Knüppel vorne marschieren. Das. Fahrt zur Hölle, du Hundesohn! Vielen Dank. Was wollen Sie gegen Gladstone unternehmen, junger Mann? Ich versichere Ihnen, Madame Gladstone hat nichts damit zu tun. Aber er versuchte, meinen Mann zu töten. Nun, wir kümmern uns um Gladstone. Vielleicht könnten Sie mir bei einem anderen Problem helfen, Madame. Ein Gentleman mit Verbindungen zum Parlament. Älter, trägt eine Kavallerieuniform und einen langen Bart. Sie scheinen mir ein sehr direkter Bursche zu sein, Mr. Fry. Nun, ja, das bin ich, ehrlich gesagt. Und Sie sind vertraut mit den armen Bezirken unserer Stadt? Ein wenig. Wundervoll. Rein zufällig wollte ich ohnehin einmal nach Devil's Acre. Wenn Sie mich begleiten würden, helfe ich Ihnen gerne bei Ihrer Untersuchung. Das klingt nach einer tollen Idee. Also abgemacht. Kommen Sie hierher zur Downing Street morgen Abend um Punkt 8 Uhr. Guten Tag, Mr. Fry. Aber... Schönen Tag noch, Mr. Fry. Madam? Mr. Fry. Bereit für unseren Ausflug? Devil's Acre erwacht in Kürze zum Leben. Ich fürchte, ich muss unsere Verabredung leider absagen. Auf dem Rasen wimmelt es von skandalgeifernden Journalisten. Und ich möchte nicht gesehen werden in der Gesellschaft eines so... Ich vertreibe Sie. Sie folgen mir, wenn die Luft rein ist. Ja, ja, aber seien Sie nett. Bitte, die Presse reagiert ausgesprochen sensibel, wenn es um Gewalt gegen sie geht. Ich werde Ihnen kaum ein Haar auf dem Kopf krümmen. Desmond! Das gehört dir, wenn du diese Kerle dort dazu bringst, mir zu folgen. Wie Sie wünschen, Sir. Menschenskind, seht doch! Da ist Squire Bancroft! Ich führe Sie besser in die Irre, bevor Sie mich zerreißen. Mr. Bancroft! Mr. Bancroft! Was kommt als nächstes im Prince of Wales? Führen Sie Mr. Robertsons neues Werk gemacht, junger Mann. Die
Daisy sollte sie mit den Liberalen. Man darf mich unter keinen Umständen hier sehen, Mr. Fry. Oh. Weiter, Mädchen. So ist recht. Ja. Oh. Lauf schön weiter. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Welch verkommener Ort. Nehmen Sie meinen Arm, Mr. Fry. Sehen wir uns an, was Doubles Acre zu bieten hat. Mit Ihrem Hund alles in Ordnung? Oh, Desmond geht es gut. Er mag bloß Fremde nicht allzu gerne. Oder Katzen. Wussten Sie, dass dieser Gentleman ein, wie war das ja, fliegender Händler nannte er sich? Oh, bemerkenswert, wie die Arbeiterklasse sich zu helfen weiß. Sehr geschäftstüchtig, ganz sicher. Sollen wir gehen? Und da sagt der Vikar, tut mir leid, Bischof, ich dachte, das war die Eucharistie. Nein, tut mir leid. Ich verstehe leider überhaupt nicht, wovon Sie reden. Mrs. Disraeli? Ist alles in Ordnung? Oh ja, ich habe gerade gelernt zu pfeifen. Schön. Oh, Mr. Fry, ich glaube, der Mann ist... Ich glaube, da... Bemerkenswerte Form, Mr. Fry. Ich bin sicher, Sie sind das Schrecken von Londons Unterwelt. Oh, nun ziehen wir weiter. Oh, Mr. Fry, ich glaube, der Mann ist betrunken. Da haben Sie wohl recht, Madam. Ich frage ihn, was er trinkt. Vielleicht dürfte ich lieber etwas anderes vorschlagen. Sehen Sie die beiden da? Ja, die scheinen sich, Ich war zweimal verheiratet, Mr. Fry. Ich weiß nur zu gut, was die beiden tun. Gott segne sie. Was für eine Art Fleisch verkauft dieser Mann? Fragen Sie besser nicht. Warum? Ist das etwas Verdorbenes? Oh, ist das Ratte? Ich möchte nicht taktlos wirken in so feiner Begleitung. Aber man nennt es auch Wauwau-Geschnetzeltes. Da wären wir.
Der alte One Ton Pub. Das beste Bier in Devil's Acre. Wunderbar. Also das ist ein Pint, nicht wahr? Bemerkenswert. Feines Hundchen. Junge Desmond. Los, gib mir die Tülle. Wenn meine Freunde hier wären, sähe die Sache anders aus. Na also, Desmond, bringen wir dich zu deinem Frauchen, das ich vollkommen allein in einem von Londons gefährlichsten Pubs zurückgelassen habe. Nun, wenn Sie Ihrem Vater nie gesagt haben, was Sie über ihn denken... Woher sollte er es wissen? So habe ich das nie gesehen. Tief im Innern wollen wir alle nur geliebt werden. Richtig. Hier, was Süßes. Oh, Desmond und Mr. Fry. Darf ich vorstellen? Tut mir leid, wie war doch gleich Ihr Name? John, der Stroller. Angenehm. Ich bringe Sie jetzt besser nach Hause. Recht haben Sie, Mr. Fry. Komm schön mit, Desmond. Sieh mal an! Wenn das nicht der Hundeknecht ist! Na, lasst uns nichts tun, was wir bereuen würden. Den Sie suchen. Ein leidiger Mann, immer zu prahlt mit seinen militärischen Abenteuern. Wissen Sie, wo ich ihn finden könnte für ein kleines Privatgespräch? Das will ich meinen. Er ist in der Stadt, wie der Zufall spielt, um gegen das Antikorruptionsgesetz zu kämpfen. So ist es. Vielleicht begegnen Sie ihm im Palace of Westminster. Aber passen Sie auf. Was die Regierung am wenigsten braucht, ist ein weiterer Skandal. Ich verspreche Ihnen, ich werde äußerst diskret sein. Ihre Station, Madam. Meine Station? Das ist köstlich. Vielen Dank. Danke für einen gelungenen Abend, Mr. Fry. Ich werde Sie in den höchsten Tönen bei Dizzy loben. Yeah.
ist passiert? Ihr Bruder. Was hat er diesmal getan? Die Zeitungen schreiben nur noch über Two Pennys Ermordung. Und, als wäre das nicht genug, hat jemand die offiziellen Druckplatten gestohlen. War das auch Jacobs Verdienst? Ich bezweifle es. Jetzt traut niemand mehr der Bank oder Englands Währung. Es gibt eine Inflation, Aufstände. Die Produktion verlagert sich in das Billiglohnland Amerika. Kurz gesagt, Britannien ist am Ende. Jetzt bist du wirklich ins Wespennest getreten. Was wäre, wenn ich die Druckplatten wieder in die Bank schmuggle? Ja, das würde helfen. Besser noch, es widerspräche den ganzen Geschichten über Two Pennys Ermordung und könnte das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherstellen. Also abgemacht. Heute geht Britannien nicht unter. Oh, falls es keine Umstände macht, könnten Sie noch alles Falschgeld vernichten, das Sie bemerken, damit es nicht zirkuliert. Natürlich. Es ist wirklich sehr nett von Ihnen, dass Sie helfen. Folgen Sie mir. Das Falschgeld wird ganz in der Nähe ausgegeben. Nun, wenn man es Falschgeld nennen kann, mit diesen Druckplatten ist es quasi unmöglich, die echten von den falschen Scheinen zu unterscheiden. Mr. Aberlein. Wenn das herauskommt... Nun, ich habe es ja bereits gesagt. Wenn die Leute der Währung nicht mehr trauen, es kommt ja bereits zu Aufständen. Mr. Aberlein. Ich habe vollstes Vertrauen in Sie, Miss Fry. Ihr zwei, folgt mir. Ich will auf dem Weg zum Wagen nicht überfallen werden. Die Falschmünzer. Hast du von den Aufständen bei der Bank gehört? Die können toben, wie sie wollen. Wir geben die Druckplatten nicht zurück. Was macht das für einen Unterschied? Ist ja nicht so, als hätte er echtes Geld bei sich. Seit wir die echten Druckplatten haben, ist es echtes Geld. Hörst du die Menschenmenge? Klingt, als wäre ganz London auf der Straße. Das hat nichts mit uns zu tun. Ich fasse es nicht, dass Jacob die gesamte Wirtschaft in den Ruin treiben konnte. Vater hatte recht. Er handelt vorschnell und er bereut gar nichts. Sehen, wie sie in die Bank gehen. Gut so. Bleibt wachsam. Jeder könnte versuchen, hier reinzukommen. Wie geht hier alles gut ab? Ja, Sir. Beschützt diesen Ort, als wäre er nicht auf England selbst. Wie Sie wünschen, Sir.
Jetzt heimlich zurück in die Bank damit. Ich sehe lieber nach, bevor noch was passiert. Zeitung, das ist unser aller Ruin! Was zum Teufel? So, als wären sie nie fort gewesen. Die Londoner Zeitungen schreiben, dass alles nur eine Ente war. Keine Aufstände mehr, Vertrauen in die Bank wiederhergestellt. Und endlich wieder eine ruhige Nachtschicht für mich. Miss Fry, ich kann Ihnen nicht genug danken. Schön, dass wir eine Katastrophe abwenden konnten. Auch wenn es Jacob ist, der mir danken sollte. Sagen Sie mir noch mal, wo wir hingehen. Ich fand einen Brief der Prinzgemahlin unter Lucy Thorns Recherchen. Mit den gleichen Insignien wie Ihr Schlüssel. Aus 1847.
1847? Im selben Jahr befahl der Prinz Umbauten am Buckingham Palace. Sie glauben, er ließ das Tuch dort verstecken? Nun, es gibt keine Karte des Palastes mit einem Raum namens Geheimes Gewölbe. Eure Hoheit, darf ich vorstellen? Miss Ivy Frey. Miss Frey, Maharaja Dulep Singh. Es ist mir eine Ehre. Mein Freund, die Pläne, um die Sie baten, wurden entfernt. Entfernt? Von wem? Crawford Starrick. Jedenfalls in seinem Auftrag. Ja, ich dachte mir, Sie kennen den Namen. Ich weiß, wo er ist, aber er wird streng bewacht. Der Teil dürfte kein Problem darstellen. Dachte ich mir. Wir werden einen Plan brauchen. Ich sorge dafür, dass die Wachen abgelenkt sind, während Sie einen Weg hineinsuchen. Oh, wirklich? Für Sie, Miss Ivy, tue ich das gerne. Nun, sobald ich drin bin, suche ich jemanden, der weiß, wo die Papiere sind. Und wir treffen uns im Zug. Pass auf dich auf. Der Plan? Wenn Sie das Signal geben, locke ich die Wachen in einen Kampf und benutze eine Rauchbombe, um zu entkommen. Und ich werde die Verwirrung nutzen. Bereit? Aber natürlich. Jetzt habe ich aber genug von dir. Dir zeige ich, du kleiner Bastard! Oh!
Bastard! Willst du unbedingt eine Tracht prügeln? Das wirst du noch... Ich mach mir gerne die Mühe und misch mich in dein Leben ein. Nein. Hier ist nichts. Ich muss wohl jemand nach den Plänen fragen. Ich schwöre es, Miss. Ich weiß nicht, wo er sein kann. Was meinen Sie? Der Mann, der wie Sie aussah. Die Wache führte ihn ab. Henry, die gestohlenen Pläne. Wo sind sie? Ich weiß nichts von gestohlenen Plänen. Die Pläne. Die Mission. Hier drüben ist. Du gehörst zu Claras Kindern. Die haben Mr. Henry. Wir konnten ihm nicht helfen. Aber ich habe einen gebissen. Sie fuhren in einer roten Kutsche weg. Doch die kommen nicht weit. Ein Rad sah aus, als würde es jeden Moment abfallen. Sehen Sie sich die Spur an. Das sei ja ganz schön rum.
Der Wagen wurde abgedrängt. Die müssen es eilig haben. Gutes Mädchen. Und Menschen überfahren sie auch. Weiter! Und sie zerstören öffentliches Eigentum. Ich bin auf der richtigen Spur. Ruhig, ruhig. Totes Mädchen. Das muss die Kutsche sein. Da ist sie. Jetzt nur noch Henry finden. Ja, die haben einen aus der Kutsche gezerrt. Sturzbetrunken war der. Sie brachten ihn auf den Friedhof, vielleicht weil er da in Ruhe seinen Rausch ausschlafen kann. Das ist ein Dodo. Good Lord. Apprehend den Mörder. Ich sah, wie sie jemanden aus der Kutsche gezerrt haben, nachdem das Rad abfiel. Die sagten, er sei gestürzt. Keine Ahnung, warum sie ihn dann in die Kirche brachten, aber da gingen sie hin. Was ist heute hier noch? Ich weiß überhaupt nichts über diese Kutsche. Aber hier passieren schon den ganzen Tag komische Dinge. Hier laufen jede Menge merkwürdige Leute herum. Alle schwer bewaffnet. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ich bin sicher, dass ich abgeschlossen hatte. Das sollte doch zu sein. Das waren wieder diese Rotzlöffel, ganz sicher. Huh.
Erholt er sich? Ich weiß nicht. Wir haben ihn ziemlich böse erwischt. Er wacht so schnell nicht wieder auf. Ich hoffe, er hat keinen Hirnschaden. Er ist Assassine. Dann hatte er eh schon einen Schaden. Die wollten die Pläne des Architekten wegschaffen. Haben Sie sie? Hat man Ihnen wehgetan? Alles gut. Gehen wir. Was ist mit den Plänen? Die sind verloren. Konzentrieren Sie sich auf die Flucht. Miss Nightingale sollte sich das ansehen. Ich finde, das Gewölbe ihres Darek sich das Tuch holt. Wir müssen mit dem Maharaja sprechen. Ich spreche mit dem Maharaja. Sie lassen sich verarzten. Es tut mir leid, dass ich Ihre Pläne vereitelt habe. Im Zug wären Sie sicherer. Selbst wenn Sie das Gewölbe finden, Sie können nicht alleine in den Buckingham Palace spazieren. Ich bin nicht alleine. Wir sehen uns dann im Zug, Mr. Green. Was soll dieser Nonsens mit dem Passwort heute, um Lord Cardigan zu treffen? Entspann dich. Ich hab's in der Tasche. Passt auf, Männer. Lasst niemanden ohne meine Genehmigung durch.
Dieses Mal ist Cardigan zu weit gegangen. Ich würde Scotland Yard am liebsten selbst kontaktieren. Kommen Sie, Gentlemen. Ich dachte, wir wären uns einig, dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen. Balaklava. Natürlich, was auch sonst. Huh.
ausgetretenen Wege zu verlassen. Verzeihen Sie, Gentlemen. Sergeant Freddy Everline vom Scotland Yard. Wo finden diese skandalösen Vorgänge denn statt? Ja, es ist hier entlang. Folgen Sie mir, Sergeant. Aber diskret, wenn es geht. Schließlich will man nicht dabei gesehen werden, die Schmutzwäsche eines Parlamentskollegen zu lüften, nicht wahr? Ich werde sehr diskret sein. Normalerweise hätte ich mich verkleidet, aber meine Kleider sind in die Themse gefallen. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich bin ein Mitglied des Parlaments, Sekretär. Ohne kein Wort, kein Zutritt. Und zwar völlig zu Recht. Nicht Balaklava schon wieder. Tut mir leid, mein Lord. Der Wind bläst in Disraelis Richtung. Guten Tag. Gentlemen? Kein Wort. Balaklava. Bitte. Ah, Minister Hacker. Einen Moment. Dieser Papierkram bringt uns noch alle ins Grab, was? Gebt mir ein stolzes Ross und einen Säbel und diese Regierung liefe so glatt wie die Hände-Regatta. Hm? Ah, was sein muss, muss sein. Mal sehen. Hier unterschreiben. Initialen und fertig. Nun dann, diskutieren wir das wie... Gütiger Gott! Wer verdammt nochmal... Oh, hören Sie auf. Feigling! Verbrecher! Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe!
denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Nimm deine Trophäe und mögest du daran ersticken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment. Was für ein Arsch. Okay? Außerdem Todeskommando hinter uns? Meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job, Templer zu bekämpfen? Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte, er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin. Gütiger Gott! Hallo. Lange nicht gesehen. Galina! Endlich! Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Ja, es gab viele Explosionen und du schriest wie ein Baby. Bishop sagte, Otzoberg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Sean und Rebecca sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden. Ein Brief. Für mich? Eine Dinner-Einladung.
Und mit wem wirst du heute Abend dinieren? Maxwell Roth. Der Anführer der Blighters? Du gehst nicht hin. Natürlich nicht.